Nach dem Tod von Alexander dem Großen zerfiel Alexanders Reich. Die einzelnen Fürsten, welche oft auch alte Begleiter und Gefährten zu Pferd bei der Eroberung Persiens halfen, später betraut mit der Verwaltung der Satrapien im Alexanderreich, bekriegten sich brutal in den Diadochenkriegen. Auch Griechenland, Korinth, Athen und Sparta erlangten ihre Autonomie und die makedonische Machtausbreitung über Asien erlosch. Griechenland verstand sich als Mittelpunkt der Welt, bis es nach den Perserkriegen begriffen hat, es ist umzingelt von Feinden. Unzählige anderer Reiche. Von allen Seiten. Schon im 8. Jahrhundert vor Christus begann die griechische Kolonisation in Italien. Genau wie die Kanaaniter aus dem phönizischen Stammland um 1200 vor Christus. In der Antike war Karthago zunächst Hauptstadt der gleichnamigen See- und Handelsmacht. Die Einwohner wurden von den Römern als Punier, abgeleitet von Phönizier, bezeichnet. Die Griechen entsandten um 800 vor Christus Kolonisten nach Italien. Bei der griechischen Besiedlung Süditaliens spielten zunächst Achaia und Lokris am Golf von Korinth eine entscheidende Rolle. In den Jahrzehnten vor und nach 700 vor Christus entstanden Regio Calabria, Paestum, Kroton, Sybaris und Metapont. Sie waren Gründungen achäischer Siedler, Lokroi Epizephyrioi hingegen gründeten Siedler aus Lokris. Tarent war die einzige spartanische Kolonie, dort entstanden zahlreiche weitere Siedlungen. Die griechische Kolonisierung Siziliens veränderte die dortigen Verhältnisse ebenfalls grundlegend. Dabei war zunächst Chalkis auf Euböa die treibende Kraft. Ende des 8. Jahrhunderts erfolgte die Besiedlung Ortygias, das zum Ausgangspunkt der späteren korinthischen Gründung Syrakus wurde. Dieser Gründung folgten Leontinoi, Messina und Region. An der Südküste wurde von Rhodos aus Gela gegründet, von dort aus wiederum Akragas. Im äußersten Westen der Insel herrschten hingegen die Phönizier vor. Unteritalien galt als Großgriechenland, Magna Graecia. Im 8. Jahrhundert vor Christus begannen Phönizier, Handelsniederlassungen an der Westküste Siziliens zu gründen, wie etwa Motia oder Palermo. Sie nutzten die Niederlassungen als Lager und Stationen für den weiträumigen mittelmeerischen Handel, daher kam es mit den dort lebenden Sikanen und Elymern nur selten zu Konflikten. Hingegen kam es mit den Griechen zu offenen Auseinandersetzungen, die etwa in der Schlacht bei Himera, 480 vor Christus. Anlass für die Schlacht war die Vertreibung von Terellos, des Herrschers von Himera, durch Theron von Akragas 483 vor Christus. Terellos bat die Karthager um Hilfe, die daraufhin eine große Streitmacht ausrüsteten, da sie erwarteten, nicht nur bei Theron, sondern auch bei Gelong auf Widerstand zu stoßen. Es ist aber wahrscheinlich, dass das karthagische Heer größer war als das griechische. Die karthagische Flotte landete unbehindert in Panormus und marschierte gegen Himera, wo Hamilkar westlich von der Stadt seine Zelte aufschlug. Seine Flotte wurde an der Flussmündung, wo der Hafen lag, auf den Strand gesetzt. Da erschien Gelong, der südlich von Himera lagerte, mit etwa 24.000 Mann Fußvolk und 2.000 Reitern. Gelong hatte eine Botschaft Hamilkars an die Stadt Selinus abgefangen, in der die von der Stadt zugesagte Reiterabteilung angefordert wurde. Daraufhin schickte er seine eigene Kavallerie zu dem vereinbarten Treffpunkt bei den karthagischen Schiffen. Die Wachen ließen sich täuschen und hielten die ankommenden Reiter für die erwartete Reiterabteilung aus Selinus. Den Syrakusanern gelang es, die karthagischen Schiffe in Brand zu stecken und den völlig unvorbereiteten Hamilkar zu töten. Nach einem durch Herodot überlieferten karthagischen Bericht hat sich Hamilkar hingegen selbst den Göttern geopfert, indem er sich ins Feuer stürzte. Nach diesem Handstreich griffen die Griechen das karthagische Lager an. Die führerlosen und demosierten Verteidiger leisteten nur geringen Widerstand. Da die Schiffe größtenteils zerstört waren, hatten sie keine Fluchtmöglichkeit und wurden gefangen genommen. Karthago bat nach dieser verheerenden Niederlage um Frieden. Gelong gewährte ihn unter verhältnismäßig milden Bedingungen. Karthago musste eine Kriegsentschädigung von 2000 Talenten in Form von über 50 Tonnen Silber zahlen und die Errichtung von zwei Tempeln finanzieren. Dies führte zu einem rund 70 Jahre dauernden Frieden zwischen Karthago und den sizilischen Städten. In den folgenden Jahrhunderten wurde der griechische Sieg in Himera in der Geschichtsschreibung überhöht, was mit der ersten pythischen Ode des Dichters Pindar begann. Die Ausbildung der Legende von der barbarischen Bedrohung der Zivilisation, das heißt Griechenland, durch Karthago nahm ihren Anfang und wurde ergänzt durch die Tatsache,
dass zur gleichen Zeit wie die Schlacht von Himera auch die Perser eine Niederlage gegen die Griechen in der Schlacht von Salamis erlitten. Daraus entstand der Mythos, dass die beiden Schlachten nicht nur am gleichen Tag stattgefunden hätten, sondern dass sich Perser und Karthager auch abgesprochen und ihre Unternehmungen koordiniert hätten. Von dieser Darstellung profitierte vor allem Gelong, der als Held gefeiert wurde. Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich auf Sardinien, wo die Phönizier ebenfalls ab dem 8. Jahrhundert Stützpunkte anlegten, wie etwa Karali, Cagliari, später Nora, Sulci oder Taros. Hier konnten sie 540 vor Christus die griechische Ansiedlung in Alalia auf dem benachbarten Korsika in einer Seeschlacht beenden. Da um 568 vor Christus die phönizische Mutterstadt Tyros von Babylon, später von den Persern kontrolliert wurde, wurde Karthago die dominierende Stadt im westlichen Mittelmeer. Im Gegensatz zu Sizilien ging Karthago auf Sardinien zu einer systematischen Besiedlung über, ähnlich wie auf Korsika. Zu dieser Zeit in Mittelitalien, eine kleine unscheinbare Stadt.